liebe Freunde, bei den meisten von euch zählt es und gilt es wirklich so, dass wir über die Jahre und Jahrzehnte hinweg zu guten Freunden, zu einer Schicksalsgemeinschaft geworden sind. Und das ist gut so und das freut mich auch, dass wir an einem Samstag, wo viele normal frei haben, zusammenkommen, um uns demokratisch als Partei, als Bewegung, als politische Kraft so neu zu ordnen und zu strukturieren, dass wir den kommenden Herausforderungen mit großem und überragendem Erfolg entgegensehen werden. Hoher und geschätzter Bundesparteiobmann, lieber Herbert, hoher geschätzter Landesparteiobmann, Dominik, all die Verantwortungsträger und ihr, die ihr gekommen seid von mir, ganz herzlich danke an euch, dass wir hier einander treffen können. Einer noch bei den Ehrengästen, der etwas zu spät kommt, bei mir angerufen hat, weil er in einem Verkehrsstau hängen geblieben ist, ist mein Nachfolger im Generalsekretariat und mein, glaube ich, darf ich auch sagen, lieber Freund Christian Hafenecker, wir freuen uns, dass du heute auch hier in unseren Reihen bist. Wenn ich heute und hier über die Europäische Union berichten soll und das auch gerne tue, glaube ich, kann es eine geistige, symbolische Handlung am besten zusammenfassen. Stellen wir uns einen roten Knopf vor, ja, und wenn es bedeuten würde, auf diesen roten Knopf zu drücken und uns in der Sekunde herauszuholen aus dem ganzen EU-Irrsinn und aus dem ganzen EU-Wahnsinn. Ich würde keine Millisekunde daran zögern, auf diesen roten Knopf auch entsprechend zu drücken. Und wenn jetzt Vertreter der überaus geschätzten und sehr objektiven österreichischen Medienlandschaft meinen, jetzt würde er auf diesen Knopf drucken und würde den Exit wieder neu thematisieren. Nein, ich habe ein Ziel. Und zwar dieses Ziel heißt es, diese EU abzuspecken, zu redimensionieren und diejenigen, die jetzt in Verantwortungsrollen von der Frau von der Leyen angefangen bis über alle anderen auszutauschen und diese europäische Gemeinschaft in eine gute Zukunft zu führen. Seht euch dieses EU-Parlament, das am 9. Juni zu wählen ist, einmal an. Dort werden 720 Leute sitzen. Die Amerikaner, die weniger an Einwohnern haben, um die 100 Millionen weniger an Einwohnern haben, kommen mit 435 aus. Daher sage ich und daher sagen wir, halbieren wir dieses EU-Parlament. Das reicht völlig, wenn du jeden zweiten dieser Mandatare wegstreichst, geht in Wahrheit niemand etwas ab und du zeigst ganz Europa, dass man das ernst nimmt mit dem Sparwillen, dass man wieder Kompetenzen, Stärke und Macht zurückgibt an die einzelnen Mitgliedsländer. Und mit der Halbierung des EU-Parlaments können wir auch gleich die Kommission, ja, die ist eine Art indirekte Regierung Europas, ist die wir in dieser Form gar nicht haben wollen. Aber auch diese Kommission ebenfalls halbieren. Wer kennt denn diese 27 Kommissare, die zurzeit in Amt und in Würden sind, die nur sich damit definieren, mit neuen bürokratischen Regulierungen uns zu drangsalieren, uns zu quälen und Probleme über den Kontinent zu bringen. Auch hier könnten wir jeden zweiten ohne irgendeine Besorgnis wegstreichen. Und jetzt sage ich eines, wenn Österreich hoffentlich, das ist der Ausdruck meines innersten Wunsches und meiner Überzeugung, dass es gelingen kann, wir Teil einer österreichischen Bundesregierung werden, mit unserem Herbert Kickl als Volkskanzler der Republik Österreich. Warum sollen auch nicht wir den Anspruch auf einen solchen Kommissar stellen? Dann heißt dieser Kommissar aber ein Kommissar für Remigration und ein Kommissar für Rückbau dieser Europäischen Union. Einer unserer weiteren Ziele in dieser Europäischen Unionspolitik wird es sein, dass was wir in Österreich mit dem Modell der Festung Österreich hier etabliert und präsentiert haben, auf den europäischen Raum umzulegen, sicherzustellen, dass niemand, der nicht mehr herein soll in diese Europäische Union, auch nicht herein kann in diese Europäische Union.
Wir haben den Irrsinn, dass seit dem Jahr 2015 an die 8 Millionen, mittlerweile sind es mehr, Personen aus Arabien und aus Afrika zu uns gekommen sind. Über 8 Millionen. Das ist 1,5 Mal so viel, wie Irland an Einwohnern beispielsweise hat. Völliger Irrsinn. Und 2/3 dieser Personen, wir alle kennen die Bilder, wo junge Männer hier mit Booten zu uns kommen. Nicht alte Leute, nicht Kranke, nicht Kinder, ja, nicht Gebrechliche, nicht die, die wirklich Schutz und Hilfe brauchen, sondern junge Männer bei uns mit dem Charakter von Invasoren zu uns kommen. Die haben zu 70% trotz aller Rücksicht und Hinsicht und Vorsicht und allen Möglichkeiten, die man hier in diesem liberalen Europa hat, keinerlei Schutzbedürfnis, weder Genfer Konvention noch subsidiär noch humanitär, irgendein Schutzbedürfnis. Und sie bleiben hier. Und über 80% jener, die mitgeteilt bekommen haben, durch die jeweiligen Behörden wieder nach Hause zurückzukehren, scheren sich keinen Deut darum und bleiben hier. Auch das wird eine unserer zentralen Aufgaben sein, diese Personen alle wieder heimzuschicken und dafür Sorge zu tragen, dass keine neuen mehr hereinkommen. Heute, liebe Freunde, ist aber nicht der Tag für die große europäische Programmatik. Heute ist der Tag, wo sich die Wiener FPÖ neu aufstellen wird. Und ich kann nur sagen, ich danke und ich halte es für eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ich hielt es für eine sehr, sehr gute Entscheidung und halte es heute für eine exzellente Entscheidung, unseren Dominik Knepp wieder in die Funktion des Landesparteiobmannes durch ein möglichst starkes Votum durch uns hineinzubringen. Genauso wie auch seine Stellvertreter eine gute Durchmischung, sage ich, aus den unterschiedlichen Wiener Bezirken, aus den unterschiedlichen Sachbereichen hier einen guten Rückhalt für all die Herausforderungen möglich machen, derer wir uns zu stellen haben. Und genauso gilt es im Vorstandsbereich, wo wir ebenfalls viele Bezirke ein Maximum dessen, was möglich ist, abbilden können und hier auch eine Gemeinschaft von nicht nur politischen Funktionären, sondern auch Freunden zusammenwirkt, die diese Wiener FPÖ in eine gute Zukunft führen. Und ich hoffe, bei den kommenden Wahlen irgendwo deutlich über die 20%, die 25% bringen. Und dass wir endlich auch in Wien die Verantwortung übernehmen können, die es braucht, um diese Stadt in eine gute Zukunft führen zu können, um diese Stadt in ihrem mitteleuropäischen Charakter erhalten zu können und auch dafür Sorge zu tragen, dass diejenigen, die zu uns gekommen sind und nicht hier bleiben dürfen, weil sie keinerlei Aufenthaltstitel haben, wieder in ihre jeweiligen Heimatländer zurückbringen können. Wir haben am 9. Juni diese Wahl in das Europäische Parlament. Und ein Ziel von uns ist es, uns in unserem Mandatstand von 3 auf 6 zu verdoppeln, vielleicht noch mehr zu erreichen, wenn der Wähler mitspielt. Und ich werde alles tun, um das zu bewerkstelligen. Aber, jetzt bin ich bei dem Aber, von 3 auf 6 freut uns von der FPÖ vielleicht. Und wir können uns auf die Schulter klopfen und sagen, gut, haben wir das gemacht und wir haben eine Stärke erreicht, die wirklich unsere Meinung mit entsprechendem Rückhalt abbildet. Das ist aber nur die halbe Miete. Denn nur dann, wenn es gelingt, eine starke, freiheitliche österreichische Delegation in ein Bündnis hineinzubringen von europäischen Partnerparteien unter dem Dach von patriotischen, von Mitte-rechts, freiheitlich-konservativen Parteien zusammenzuschließen und dieser ganzen Nomenklatura des Irrsinns und des Wahnsinns von einer Frau von der Leyen beginnend über all die sonstigen Witzfiguren, die es da hier auf europäischer Ebene gibt, uns zurückzuholen, quasi die Entscheidungsgewalt über unsere eigene Republik Österreich, über unsere Belange nicht mehr zuzulassen, dass hier andere darüber bestimmen, wie wir in Österreich
zu verfahren haben, wie wir in Österreich Dinge nachvollziehen müssen, die wir gar nicht nachvollziehen wollen, dann, sage ich, ist das Wahlziel eines, wo ich zufrieden sein kann. Und daher arbeite ich nicht nur daran, möglichst stark uns als FPÖ dastehen zu lassen, sondern uns möglichst so zu vernetzen, damit es wirklich eine Stärke in inhaltlicher, in organisatorischer, in struktureller und in politischer Hinsicht bekommt, dass wir diesen roten Knopf drücken können, dass wir sagen, holt uns heraus aus diesem EU-Wahnsinn und wir es dann sind, die tatsächlich den Weg zurück zu politischer Normalität, den Weg zurück dorthin, wo die Europäische Union eigentlich wirklich hin sollte, Frieden, Freiheit und Wohlstand für möglichst alle zu generieren. Das heißt, Sorge dafür zu tragen, dass dieser irrsinnige Krieg endet. Sorge dafür zu tragen, dass die Versorgungssicherheit hier in Europa mit günstiger Energie sichergestellt werden kann. Sorge zu tragen, dass die Inflation sich wieder beruhigt. Sorge zu tragen dafür, dass unsere Sparguthaben, unsere Kaufkraft entsprechend erhalten wird. Sorge dafür zu tragen, dass unsere Freiheit, unsere Demokratie hier entsprechend eine gute Zukunft finden kann und Sorge zu tragen dafür, dass direkte Demokratie bei uns hier in Österreich stärker wiegt als jedes europäische Unionsrecht. Das ist das Ziel der Personen, die mit mir gemeinsam kämpfen dafür, auf europäischer Ebene das möglich zu machen für Rot-Weiß-Rot und für meine Heimatstadt Wien, wo ihr sagt, das ist jetzt ein guter Weg. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Applaus